hat jetzt 2,27 in den Beinen rein. Das geht sich wohl auch nicht aus. Ja, gibt's denn da? Beide scheinen knapp an der österreichischen Rekord zu scheitern. Aber es macht nichts für das Debüt. Wenn du ihn in 3 Minuten laufen kannst, dann läufst du noch Rekord. Wird eine schwierige Sache, natürlich. Aber wir wünschen dir alles Gute, Andrea, auch auf dem letzten Kilometer hier auf der Ringstraße bis zum Heldenplatz. Zwei Athleten aus Österreich sind gleich bei ihrem Debüt angetreten, den österreichischen Rekord zu brechen. Ist auch ein sehr ambitioniertes Ziel, gleich bei einem Debüt. Beide sind auch in der Lage dazu. Weidinger ist ganz knapp gescheitert. Wir sind gespannt, wie es Andrea Meyer jetzt geht. Ich sag's gerne noch einmal, der Rekord steht auf 2,30,51, aufgestellt von Eva Maria Gradwohl aus der Steiermark, voriges Jahr in Linz. An den Bedingungen liegt's wohl nicht, dass Günther Weidinger da knapp gescheitert ist. Es ist zwar warm, aber es ist nicht so schlimm. Es sollte eigentlich gehen, vor allem hatte es beim Start um 9 Uhr nur 12 Grad draußen in der Wagramer Straße. Jetzt halten wir bei 2,29. Andrea Meyer nach wie vor auf dem Ring und nicht auf dem Heldenplatz. Auch das wird eine knappe Geschichte. Dieser Laufstil, ich habe es mehrmals erwähnt, hat nichts mit Müdigkeit zu tun. Die läuft auch nach 500 Metern so. Das ist eben angeboren und das bremst auch nicht, das macht sie nicht langsamer. Aber jetzt schauen Sie in Ihr Gesicht, weit aufgerissene Augen. Auch Andrea Meyer am absoluten Limit. Auch sie holt das Letzte aus ihrem Körper heraus, genauso wie Günther Weidinger vor einigen Minuten. Aber das könnte sich ausgehen! Das geht sich aus! Ja, gibt's denn das? Die hat wirklich nur 3 Minuten gebraucht für den letzten Kilometer. Denn der Rekord steht bei 2,30,51 von Eva Maria Grafol. Und das schafft sie, die Andrea. Ich hoffe, dass sie es schafft. 2,28, 2,29. Jawohl! Neuer Marathonrekord. Durch eine völlig entkräftete Andrea Meyer. Gratulation! Unglaubliche Bilder da auf dem Heldenplatz. Gänsehaut bei Ottavio. Andrea Meyer völlig fertig. Schauen Sie sich das an. Gebt ihr bitte schnell ein Power Rate, dann kommt sie wieder auf die Beine. Sie ist tatsächlich den letzten Kilometer in einer Zeit von exakt 3 Minuten gelaufen. Dadurch hat sie es geschafft. Unglaubliches Finish von Andrea Meyer. Und sie hat den Vienna City Marathon 2009 so nebenbei auch gewonnen vor der Äthiopierin. Und jetzt kann sie erst jubeln. Jetzt registriert sie sich erst so richtig und schreit ihre Freude heraus. Unglaubliche Bilder, die sich da abspielen. Das ist richtig geiler Laufsport.
Andrea Meyer, schauen Sie sogar mit geschminkten Augen nach wie vor. Die Schminke hält auch 42 Kilometer lang. Holt das Letzte aus Ihrem Körper heraus und gewinnt den Vienna City Marathon 2009 in neuem österreichischen Rekord. Und Ihre Freunde, Ihre Pacemaker gratulieren. Und jetzt legt sie ihren zarten, langbeinigen Körper auf den Boden. Wohl zurecht. Hubert Willenig, ihr Trainer, ist restlos begeistert. Und jetzt ist sie nicht mehr zu halten. Jetzt legt sie auch ein Tänzchen hin. Und die Fans sind nicht mehr zu halten. Schauen Sie sich diese Freude an. Unglaublich. Mir rinnt die Gänsehaut über den Rücken. Die schreit da alles heraus, was sie in den letzten Monaten an Training und an Kraft und an Energie investiert hat. Und so wie wir es bei Weidlinger gemacht haben, machen wir das natürlich auch für die neue Rekordhalterin von der Oper in Richtung Hofburg. Ein riesen Applaus! Den hat sie sich riesig verdient.